Freunde, passend zum Wetter, draußen stürmt es. Ich kann es euch mal eben zeigen. Ihr seht, draußen ist sehr schlechtes Wetter. Kommt jetzt ein ganz kurzes Video in alter Frische. Ich hoffe, das Licht passt halbwegs zum Thema Motivation beziehungsweise was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel durch das Wetter ja irgendwo eingegrenzt bin. Ja, ich bin schlecht gelaunt, ich habe auch keinen Hunger, keinen Appetit, irgendwie alles ist doof und so weiter. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Philipp Baum und wir machen erst einmal ganz kurz ein wenig heller hier drin. Heute also ein wichtiges Thema beziehungsweise ein wichtiges Video, vor allem, weil wir jetzt Richtung Winter durchstarten. Und ja, die meisten Leute und ich inbegriffen sind von so einem Wetter extrem genervt, man ist schlecht gelaunt, man hat irgendwie schlecht geschlafen, man wird nicht richtig wach und so weiter. Und man sieht das Ganze, und ich ja auch inbegriffen, nicht im Bereich Zunehmer, vielleicht in anderen Sachen, als eine Art Ausrede. Du musst dir eine Sache ganz bewusst machen. Du tust das für dich und für niemanden anderen. Das heißt, wenn du dich vom Wetter runterziehen lässt, ist das scheiße. Und ich kenne es von mir ja auch. Mein Ausweg ist es da, dass ich einfach Routinen geschaffen habe, die es mir helfen oder die mir dabei helfen, das Ganze ein wenig lockerer zu sehen. Ja? Ich habe jeden Tag mein Unikram morgens, dann habe ich jeden Tag meine Arbeit mit euch zusammen, dass ich einfach Leuten dabei helfe zuzunehmen bei einer Thematik, die ich selber ja schon durch habe. Und du solltest auch eine Art Routine schaffen. Ach, und ganz nebenbei noch der Sport, den ich jeden Tag mache, ja? Du solltest ja auch eine Art Routine schaffen. Du solltest zunehmen, ähnlich wie das Thema Arbeiten, weil du musst morgens auch aufstehen und zur Arbeit, zur Schule, zur Uni laufen, solltest du auch das Thema zunehmen einfach integrieren. Dann ist das Ganze viel, viel simpler, viel, viel einfacher und du hast keine Möglichkeit mehr, dich durch sowas runterziehen zu lassen. Klar, ich habe einfach das Glück, dass ich von Grund auf einfach ein sehr, sehr positiver Mensch bin, aber auch das ist natürlich ein Stück weit erlernbar. Ich glaube, wenn ich mich an anderen Leuten orientieren würde, von denen ich sehr viele kenne, die nicht gut gelaunt sind, die jeden Tag mit einer Art Depression vielleicht aufstehen, dann ging es mir auch um einiges schlechter. Nimm also meine positive Energie mit. Nimm die positive Energie von anderen Leuten mit, zieh dir positive Videos rein, zieh dir positive Bücher rein, verlier dich nicht in Problemen und guck nach vorne und fang endlich an. Beim Thema Zunehmen ist es sehr interessant, dass du, wenn du ein bisschen zugenommen hast, umso motivierter wirst. Das heißt, sobald du den Start geschafft hast, geht's wie von ganz alleine. Du hast also die ersten 5 Kilo drauf und bist viel, viel motivierter, auch morgen wieder in Sport zu laufen oder auch morgen wieder die Ernährung aufrechtzuerhalten. Ja? Nimm das Ganze für dich an, fang an, das ist der allerschwerste Schritt. Und ja, auch wenn ich jetzt schon wieder sage, wenn du Bock hast anzufangen und jemand brauchst, der dir da so ein bisschen in den Hintern tritt und dich ein bisschen mitzieht, dann guck mal unterhalb auf dem Link vorbei. Ist das genauso ernst gemeint, als würde es diesen Link nicht geben. Ja, trotz alledem, wenn du jemanden brauchst, der dir in den Hintern tritt, der dich mitzieht, der dir genau sagt, was zu tun ist, der das Ganze auch hier selber schon mal durchgemacht hat. Ja, ich selbst habe auch 20 Kilogramm zugenommen, danach meine Ernährungsberater-Lizenz, Trainer-Lizenz und Co. gemacht. Selbst wenn es mich nicht gibt, musst du durchziehen, du musst an deinem Ziel arbeiten und der schwerste Schritt ist, wie gesagt, der erste Schritt. Geh den ersten Schritt, lass uns das zusammen machen. Tipp am Rande ist halt einfach, lass dich davon nicht unterkriegen und orientiere dich an Leuten, die positiv sind, okay? Ich hoffe, dass ich hier mit ein bisschen Positivität ausstrahlen konnte. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht dann hören. Und wenn du ein bisschen mehr Motivation brauchst, dann guck gerne auf Instagram vorbei. Da verlinke ich sowas immer und immer wieder. Zum Schluss dann noch der eine Tipp, der auch in dem Titel steht, dass ich dir einen ganz, ganz wichtigen Tipp noch mitgeben möchte. Vitamin D supplementieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, wie man sich das aus Studien verspricht. Ich weiß aber, dass es für mich funktioniert. Wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit und das Vitamin bekommen wir in der Sommerzeit durch die Sonne. Jetzt haben wir kaum noch Sonne. Das heißt, wenn wir es supplementieren, haben wir es im Körper. Ich verlinke es dir unterhalb einfach mal. Ich nehme es täglich. Ich habe das Gefühl, dass es doch schon positiv auf mich einwirkt. Versuch es doch auch mal. Das war der eine Tipp, den ich dir jetzt noch mitgeben wollte. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis dahin, dein Philipp. Ciao. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I'm closing. It's always in my mind.